Ja, hallo zusammen. Wir hatten gerade den Beitrag mit den Advertisern. Jetzt kommen wir zu dem nächsten Panel mit den Agenturen, Agenturengeschäftsführer, die ich bitte, jetzt hier mit auf die Bühne zu kommen. Sie kämpfen sich durch den Sand. In der richtigen Reihenfolge. Aber ich glaube, das kriegt ihr gut hin. Hier kannst du rein aufrutschen oder hier vorne hin. Die erste Hürde, die richtige Sitzreihenfolge zu finden. Ist egal. Also mir ist es egal. Ich glaube, alle Beteiligten können sehen, wer wo sitzt und wer ist. Ich würde sowieso vorschlagen, dass wir nochmal eine kleine Vorstellungsrunde auch machen, dass ihr euch nochmal kurz vorstellt. Die Name, die Agentur, was eure Aufgaben sind und vielleicht euren direkten Bezug, was ihr mit Programmatic zu tun habt, weil das ist ja auch Teil des Panels heute. Fangen wir gerade hier vorne an. Ja, mein Name ist Uli Kramer, ich komme von der Agentur Pilot, die gestern ihren 20. Geburtstag gefeiert hat und ich bin einer der Gründer dieser Agentur, deswegen nicht mehr ganz frisch dabei, habe aber deswegen auch die ganze programmatische Entwicklung von Anfang an mit allen Höhen und Tiefen durchwandert und bin im Schwerpunkt in diesen 20 Jahren für die Entwicklung unseres digitalen Produktes verantwortlich gewesen. Jetzt mittlerweile nicht mehr so stark, aber das war eigentlich in den letzten 20 Jahren meine Hauptbeschäftigung. Dankeschön. Karin Nebowitzki von der Visium Deutschland. Wir gehören zum Dentsu Aegis Network. Ich habe eine sehr, sehr breite digitale Historie, inklusive 5 Jahre Sina Schrader hier in Hamburg. Und am Ende des Tages, das Thema Programmatic ist essentiell für alles, was wir an Strategien mit bedienen wollen und sollte eben möglichst nicht siloisiert betrachtet werden. Und insofern ist es für mich gar kein Entweder-Oder oder Schwerpunkt, sondern gehört einfach heute zum vernünftigen Set mit dazu. Ja, Christian Scholz, ich bin seit 2016 CEO der Initiative Media hier in Hamburg und ich habe jetzt auch speziell mit Programmatik natürlich nichts zu tun als CEO, überschaue ich natürlich das ganze Geschäft, aber es ist natürlich ein deutlicher Schwerpunkt zu erkennen in die Richtung und kommt natürlich auch unserer Agenturpositionierung stark entgegen, kann ich vielleicht nachher ein bisschen noch was zu sagen, insofern ist digital für uns, glaube ich, für uns alle hier ein Riesenthema, mit oder ohne Programmatik. Mein Name ist Daniela Tollert, ich bin CDO bei der Group M und bin in der Gruppe oder in der Group M für die Gruppe für die programmatischen Produkte und Services zuständig. Das heißt, wir bieten sowohl mit Xaxis Produkte auf Basis programmatischer Kampagnen an, als auch ein Servicemodell, was wir stets weiterentwickeln, ausbauen und für Kundenwünsche adaptieren. Mein Name ist Armin Schröder, ich komme von der Crossmedia. Crossmedia ist gegründet worden vor 22, 23 Jahren als erste digitale Mediaagentur, ich würde sagen weltweit. Das hat sich natürlich ganz schnell verändert. Wir sind dann ganz schnell Full-Service-Agentur geworden. 2006 bin ich dazugestoßen, damals als Leiter Digital, habe da 10 Jahre lang den Digitalbereich verantwortet und dementsprechend auch die Entwicklung rund um das Programmatische und bin heute mit in der Gesamtverantwortung der Crossmedia. Ja, vielen Dank schon mal an die Runde. Ganz kurz zu meiner Person. Mein Name ist Kolja Brosche, ich bin Mitgründer und Partner bei Skill Projects, ein Consulting-Unternehmen, spezialisiert auf den Bereich digitale Transformation, Transformation von Geschäftsprozessen ins Digitale. Wir helfen Unternehmen bei der Selektion und Integration von Software in die Infrastruktur, MarTech und EdTech. Ich habe selbst einen Background in Agenturen, das heißt, mir macht es heute besonders viel Spaß, das Thema anzumoderieren. Ich habe in einigen der Agenturnetzwerke bereits einige Jahre auch verbracht, einige Seite auf Technologieseite verbracht. Das Thema des heutigen Panels ist ja auch, wie müssen Agenturen ihre Rolle heute neu definieren und welche neuen Herausforderungen und Chancen bringt Programmatic mit sich für die Beziehung zwischen Agenturen und Werbetreibenden. Das wurde ja auch schon in den letzten Jahren sehr aktiv und viel diskutiert und das kann man durchaus kontrovers in verschiedene Bereiche diskutieren.
Nun bringt ja die Digitalisierung per se schon sehr viel Veränderung für Agenturen auch mit sich. Das ist schon mal eine große Herausforderung als Transformation für eine Agentur im Allgemeinen. Durch die Automatisierung kam auch nochmal eine sehr hohe Geschwindigkeit entsprechend mit dazu, was auch in Programmatic sich gemünzt hatte. Vielerorts wurde diskutiert, ob Abrechnungsmodelle etc., worauf ich heute auch gar nicht so stark eingehen will, das kennen wir, glaube ich, auch zur Genüge. Aber wichtig ist auch zu sehen, wo Agenturen heute stehen, in ihren Abrechnungsmodellen, in ihren Modellen, wie sie mit Kunden auch zusammenarbeiten. Ich glaube, da ist das die Welt ja sehr unterschiedlich, also viele Kunden, die Transparenzdiskussionen einfordern, teilweise in der Form so gar nicht umsetzbar sind. Welche Diskussionen gab es da auch intern in den Agenturen, um zu sehen, welche Modelle setzen wir auf, wie nähern wir uns dem Thema Programmatic, weil es ja auch für Agenturen neu war, um das entsprechend anbieten zu können. Vielleicht möchtest du direkt anfangen, Uli, wie ihr entsprechend darauf reagiert habt, um das auch zu etablieren innerhalb der Agenturgruppe bei euch. Also wir sind für einen sehr großen Kunden sehr früh dabei gewesen, nämlich so 2-3 Jahre vor dem Markt haben wir unsere eigene DSP entwickelt, die gab es noch nicht zu dem Zeitpunkt, weil wir gesehen haben, dass man eben mit großen Volumina und entsprechend angereichert durch Daten, das war noch gar nicht so viel, mit Frequency Capping beispielsweise, enorme Effizienzen hebeln kann, wenn man eben viel digitales Volumen bewegt. Und das war die ganz, ganz frühe Phase, wo man auf Medienseite eine riesige Ablehnung hatte gegenüber Programmatic, weil man ja so die Perspektive hatte, dass man die Verantwortung und die Kontrolle über die Agenturen aus der Hand gibt und das dann den Agenturen und Advertisern übergeben würde. Hat sich ja fundamental gedreht, wenn man sich die heutige Perspektive so anschaut. Das war viel Überzeugungsarbeit, viel technologische Entwicklung, da haben wir viel Geld versenkt, haben dann irgendwann beschlossen, nicht mehr eigene Technologie zu entwickeln, es sei denn, es ist sowas Spezielles, dass wir gezwungen sind, es selber zu entwickeln, weil es es nicht anders gibt. Und sind heute eigentlich in der Situation, wo wir sehr stark Technologie-Scouting betreiben, versuchen den Überblick zu behalten über das, was im Markt vorhanden ist, was an coolen neuen Sachen entwickelt wird und das eben in den Tags und Toolstack für unsere Kunden zu integrieren und daraus etwas zu machen. Also es ist eine sehr spannende und sehr volatile Geschichte gewesen, seit das Thema Programmatic vor mittlerweile 9 oder 10 Jahren zum ersten Mal aufkam. Ja, die Group M hat ja auch sehr früh schon angefangen, eigene Lösungen an den Markt zu bringen. Die Group M reitet ja in vielen Themen voraus, technologisch, produkttechnisch. Was hat sich auf Group M-Seite durch, dass der Markt, dass immer etwas Mainstream wurde, das Thema Programmatic, was hat sich da auf Group M-Seite auch verändert in Richtung Produkten, Angeboten und Technologieseite insbesondere? Ja, wie eingangs schon gesagt, haben wir zwei programmatische Wege, die wir anbieten. Zum einen ist das Eigenprodukt mit Xexxes. Und das war im Prinzip so unser Start in die programmatische Welt, würde ich jetzt mal sagen. Wir haben seit, ich glaube 2010, sind wir mit Xexxes am Markt und bauen auf Basis programmatischer Technologien Produkte für unsere Kunden in dem Bereich. In den letzten Jahren ist das Thema Programmatic ja dann größer geworden und ist in aller Munde, sodass wir uns entschieden haben, neben dem programmatischen Produkt noch einen Service aufzubauen. Und zwar, wir nennen das intern die PBU, Programmatic Business Unit. Das heißt, wir sind als Dienstleister für unsere Kunden unterwegs und beservicen unsere Kunden im Programmatischen mit einem transparenten Service gegen ein Honorarmodell. Das heißt, wir arbeiten auf den Systemen, auf den Technologien, die unsere Kunden gerne einbinden möchten, die unsere Kunden mitbringen möchten und sind da komplett toolagnostisch unterwegs. Geben unsere Einkaufspreise weiter und haben ein komplett transparentes Produkt in dem Bereich und auf der anderen Seite eben mit Xexxes unseren Einstieg in das programmatische Business, wo wir halt dem Kunden quasi die Pauschalreise und keine Individualreise gegen einen festen Preis anbieten. Das sind so unsere zwei Wege. Im Produktbereich haben wir bestehende Technologien, die wir einsetzen, auf die wir auch das Produkt aufgebaut haben. Da hat der Kunde im Prinzip keine Möglichkeit, seine eigenen Technologien mitzubringen. Das bieten wir im Servicebereich an.
Also wir haben ganz bewusst halt diese zwei Wege gewählt. Danke. Armin, ihr habt ja, glaube ich, da auch ein bisschen anderen Ansatz, wie ihr auf das Thema Programmatic zugeht oder auch zugegangen seid. Vielleicht erzählst du da auch so ein bisschen. Ja, also für uns hat das Thema Programmatic insofern schon mal eine Veränderung im Geschäft gebracht, weil es zu einer Art Demokratisierung geführt hat. Wir haben gerade gehört, wir sind tech-agnostisch. Das heißt, letztendlich, wir nutzen alle die gleichen Tools. Das bedeutet, wir haben plötzlich eine Situation, in der auch eine unabhängige Agentur ohne Milliarden-Pooling-Effekte etc. auf mindestens gleichem Niveau agieren kann. Das Ganze mit Beratung, mit Strategie, mit der Integration in crossmediale Planung iterieren kann. Und das sind komplett neue Voraussetzungen. Für uns war der Schritt ins Programmatische, man könnte fast sagen, No-Brainer, weil wir einfach gesagt haben, das, was wir an transparentem Geschäftsmodell in allen anderen Kanälen haben, das transferieren wir jetzt ins Programmatische. Und das ist, glaube ich, genau das, was heute der Markt auch fordert und was der Markt braucht. Denn am Ende müssen wir unsere Kunden Stück für Stück in diese neue Welt mit begleiten. Und das heißt, wir müssen beraten, wir müssen das Alte bewahren, das mit Neuem kombinieren. Und das wiederum ist für uns als Agentur, die sich sehr stark auch der Beratung verschrieben hat, natürlich eine perfekte Plattform. Das heißt, wir sind im ersten Schritt sehr kritisch rangegangen, haben versucht, die richtigen Strukturen aufzubauen. Bei uns ist das der Nukleus. Das Schöne ist, der Nukleus, der wird fast schon inzwischen als Person wahrgenommen, gar nicht als programmatisches Angebot. Und wir investieren extrem viel Zeit und Energie darin, genau das Wissen der Spezialisten in die Beratungsteams zu transferieren, weil das sind die Leute, die nachher auch an der Seite des Kunden stehen und ihn in diese neue Welt begleiten müssen. Und dabei bleiben wir, wie wir sind, extrem zweifelnd an der Qualität. Wir hinterfragen, wir versuchen nicht als Anwender ein System zu verwenden, sondern zu gucken, wie funktioniert es, um dann auch die Systeme richtig einsetzen zu können. Das klingt banal, aber das erfordert schon ziemlich viel Manpower. Da sagst du was, ja. Die IPG war ja sehr früh auch dabei, das Thema Programmatic aufzusetzen mit dem Trading Desk. Ich weiß, das ist eigene Erfahrung. Inwiefern hat sich die IPG in dem Bereich Programmatic verändert? Die Anfänge mit dem klassischen, auch wir sind früh dabei, wir nehmen das Thema auch sehr früh mit auf und sind damit erfolgreich, hin zu der ja doch sehr umfangreichen Akquise, die IPG in den letzten Monaten getätigt hat mit Axiom. Inwiefern beeinflusst das Geschäftsangebot? Was kann so eine Mega-Akquise entsprechend produkttechnisch dann? Kann man das wieder kapitalisieren? Wie geht da die Entwicklung? Also zuallererst, ich bin hier für die Initiative, ich kann nicht für die IPG sprechen und wir haben es jetzt auch in der Presse kürzlich gelesen, Sven und ich verstehen uns zwar gut, UM-CEO, wir sind doch aber hier und da anderer Meinung. Ich glaube, es ist wichtig und das ist meine wichtigste Nachricht eigentlich, Programmatik als solches ist ja erstmal nur eine Technologie. Ich glaube, wichtig ist, wie man es strategisch einsetzt und was man für Produkte darum baut. Und wir zum Beispiel als Initiative, wir glauben eben ganz stark daran, dass eine Marke auf kulturelle Art und Weise interagieren muss mit den Konsumenten, mit den Zielgruppen. Das heißt, wir gehen komplett weg von soziodemografischen Zielgruppen und dabei ist Programmatik ein Segen für uns. So, und das läuft bei uns unter dem Begriff Culture Velocity, also die kulturelle Geschwindigkeit, wie Marken interagieren mit ihren Zielgruppen und Konsumenten. Und da kommt natürlich die Axiom-Akquisition aber ins Spiel, weil wir da natürlich jetzt uns, und da muss ich Armin tatsächlich widersprechen, wir haben ja noch geguckt, wo wir uns ein bisschen konfrontativ aufstellen können. Das hilft natürlich, wenn man ein großes globales Netzwerk im Rücken hat, dass so eine Akquisition tätigen kann. Und wir können damit stolz und recht behaupten, dass wir nach den Wallet Gardens
eigentlich der größte und unabhängige Datenanbieter sind. Und das natürlich in Verbindung mit so einer Planungsphilosophie ist Programmatik für uns ein Segen. Denn Programmatik hilft ja vor allem in der Geschwindigkeit, in der Aussteuerung der einzelnen Zielgruppen und UIDs, wie man es auch immer nennt, wirklich in dem programmatischen Bereich auch die Reichweiten zu generieren, die wir früher mit traditionellen Medien vor allem eingefahren haben. Insofern ist das, ja, wir haben früh angefangen, aber wir alle anderen auch, haben wir da auch Lehrgeld bezahlt. Nicht alles hat sofort gut funktioniert. Ich glaube, da muss man auch ehrlich sein. Aber wir sind jetzt an einem Punkt, wo wir zumindest in den digitalen Medien das Thema Programmatik als Initiative voll und ganz eben nutzen können. Aber auch hier, Programmatik ist auch natürlich nur ein Teil der Gesamtstrategie, die komplett auf diesem Thema Culture Velocity bei der Initiative basiert. Und wer das ein bisschen besser verstehen will, den aktuellen Horizont, ist ein schönes Interview mit meinem Strategiechef darüber, der das sehr schön erklärt. Das würde sonst den Rahmen hier sprengen. Danke, ja. Natürlich hat sich durch Programmatic die Art und Weise, wie Media geplant und eingekauft wird, massiv verändert. Ich erinnere mich auch in den ersten Phasen, wo kaum Inventar zur Verfügung stand, wo man also händeringend überhaupt mal den Weg finden musste, wo kriegt man ausreichend Inventar, um eine Kampagne ausliefern zu können. Das hat sich ja schon massiv verändert. Ist das momentan für euch ein Diskussionspunkt, Inventare programmatisch zu handeln? Sind alle Publisher soweit aufgeschlossen zu sagen, wir haben genug Inventare, wir geben alle Inventare entsprechend zur Verfügung? Ist das soweit etabliert im Markt, um zu sagen, es lassen sich die Kampagnen programmatisch komplett in dieser Richtung auch aussteuern? Gibt es da noch Hürden an dieser Stelle? Vielleicht. Also grundsätzlich, glaube ich, hast du gerade was sehr Wichtiges gesagt. Es ist am Ende des Tages ein neues Vehikel wie Inventar gekauft und verkauft und eingekauft werden kann. Und am Ende des Tages bedeutet dieses Vehikel, wie in allen anderen Kontexten auch, wenn ich nicht in der Lage bin, es smart zu nutzen und wirklich auch schlaue Mehrwerte daraus zu ziehen und daraus zu generieren, dann wird mir dieses tolle Vehikel auch relativ wenig Mehrwert bringen. Ein wichtiger Punkt hat Christian gesagt, das Thema der Geschwindigkeit ist natürlich etwas, was da essentiell ist. Und bei uns ist es so, dass wir das Thema aber ja auch schon sehr lange deutlich über dieses rein Digitale hinausdenken. Wir waren unter anderem die Ersten, die eine programmatisch eingekaufte Funkkampagne umgesetzt hatten. Wir sind sehr, sehr stark in dem ganzen Bereich Bewegtbild. Unsere Akquisitionen jetzt auch hier in Deutschland, zuletzt die Videobeat, das zahlt natürlich hier genau auf diese Story ein. Und unser Anspruch ist hier tatsächlich am Ende des Tages das, was auch vorhin Florian Heinemann erzählt hat, dass das Vehikel ist das eine, aber ich muss es am Ende des Tages schaffen, eine vernünftige Integration von Kreation, Daten, Technologie auf Basis der bestehenden Plattformen zu konzipieren, um da eben wirklich nicht nur den Lower Funnel, sondern auch den Upper Funnel gut zu bespielen. Und um das erfolgreich zu machen, brauche ich nicht nur exzellente Markenspezialisten und Markenstrategen, sondern eben auch die Disziplinspezialisten. Und das zu orchestrieren und das sozusagen dann zum Fliegen zu bringen, das ist eigentlich die große Transformations-Challenge, die meines Erachtens alle Agenturen Stand heute haben. Die meisten positionieren sich ja bewusst und auch richtigerweise technologie- oder plattformagnostisch, was auch absolut richtig ist, weil einfach in Eigenentwicklung zu investieren unglaubliche Summen verschlingt, dann eben smart zu screenen, welche Akquisitionen lohnen sich, welche Plattformen entstehen, wo kann man vielleicht auch Mehrwerte addieren. Das ist das, was wir ja am Ende des Tages alle im gemeinsamen Wettstreit miteinander unternehmen, und das ist auch gut so, weil das beschleunigt den Markt unglaublich und bringt auch unglaublich viel Spaß. Aber was es an Manpower und Transformation und unternehmerische Weitsicht im Hintergrund und umsichtiges Management erfordert bei gleichzeitiger Bewahrung des Kerngeschäfts, ist, glaube ich, die tatsächliche Challenge, vor der wir uns hier sehen. Mhm. Und insofern ist es so, wie ich eingangs auch gesagt habe, es ist eine neue Art einzukaufen und sozusagen Inventar zu nutzen, und am Ende des Tages wird genau dort erfolgreich sein, wo wir in der Lage sind, vom Menschen heraus, und Florian hatte vorhin auch von Intent Data und wie wichtig es ist, Intent Data zu generieren, um Bedarfe zu wecken oder wecken zu können. Das sind eigentlich die Themenbereiche, um die es da geht, und wir waren auch mit
unseren Kollegen von der iProspect Explido, einen der ersten, der wirklich auch Programmatic Dynamic Creatives auf den Markt gebracht haben. Wir haben letztes Jahr für einen unserer Kunden aus dem Fastfood-Bereich hier auch nochmal die motivationspsychologische, also wirklich die Human-Centric-Komponente addiert. Und ich glaube, mit dem all dem gerade in a nutshell sehr, sehr komprimiert vermittelt, wird deutlich, dass hinter Programmatic wirklich, wirklich deutlich mehr steht und eine unglaublich spannende Plattform für uns. Ich will gleich nochmal auf das Thema zurückkommen, aber du hattest doch einen direkten Kommentar dazu. Ich habe so ein bisschen Sorge, dass jetzt alles zu super duper wird. Ich würde gerne mal eine etwas kritische Perspektive ergänzen. Also wenn man sich mal die ursprüngliche Perspektive programmatischer Werbung mal vor Augen führt, womit haben wir denn mal angefangen? Das ist toll, wir haben einen zentralen Datenpool, wir haben eine zentrale Auslieferungstechnologie und über die können wir Zentralkampagnen steuern. Das war so die Idee, alle Vermarkter geben ihr Inventar dort rein, alle Datenprovider geben ihre Daten dazu und die Effizienz wird unschlagbar sein, Frequency Capping können wir auf die Kommastelle ausliefern, alles super. Was haben wir denn heute? Also wir haben die Walled Gardens. Ich würde sagen, wir sind eher auf dem Weg zu Walled Blumenbeeten mittlerweile, denn es gibt eine geschlossene Welt von Google, es gibt eine geschlossene Welt von Facebook. Die stehen übrigens für 3/4 der deutschen Investitionen in digitale Werbung. Dann habe ich verschiedene Datenallianzen, die auch nicht so durchlässig sind und so weiter und so fort. Also wir reden letztlich über eine Kleinstaaterei. Und aus dieser großen Vision des einheitlichen Datenpools, der einheitlichen Auslieferung, ist relativ wenig geworden. Und die ganzen Visionen, die wir hier so teilen auf dem Podium, in der Praxis sind die nicht angekommen. Und es wird in den nächsten Jahren absehbar eher noch mehr Blumenbeete, Walled-Blumenbeete geben, als dass wir eine Vereinheitlichung dieser Plattformen bekommen. Und damit sind wir sicherlich ein Stück weitergekommen. Natürlich können wir schöne Dinge machen, aber die große Vision des Programmatischen bleibt Illusion, meiner Ansicht nach. Ja, sprich, du siehst aus als, oder formulierst du noch? Also vielleicht, um das aufzugreifen, und das war auch eine ähnliche Richtung, die ich auch gerade noch ansprechen wollte. Wir haben über Inventare gesprochen, aber oder über die Automatisierung des Einkaufs. Aber was relevant ist, ist da natürlich, braucht die entsprechenden Daten. Das ist auch das, was du angesprochen hattest, solange wir keine, nicht aus, du hattest jetzt von einem übergreifenden Datenpool gesprochen, von einem Pooling. Die Frage ist, welche Informationen liegen mir zugrunde, die ich nutzen kann? Und da schalten sich auf der einen Seite Advertiser direkt mit ein. Aber so weit will ich erstmal noch gar nicht gehen, sondern erstmal ist denn eine, wenn ich die Daten brauche, um vernünftig ausliefern zu können, um wirklich die Basis zu haben, bin ich dann mit einer Axiom beispielsweise besser bedient als eine Cross-Media? Habe ich dadurch einen signifikanten Vorteil oder nicht, weil ich sie nicht in Deutschland auf die Straße bringen kann? Ich glaube schon, dass wir einen Vorteil haben durch die Axiom-Akquisition, aber das bleibt natürlich alles richtig, was du sagst, aber ich finde das zurückwärts gerichtet und ich möchte Jeff Bezos, Chef unseres größten Kunden, zitieren, always day one. Wenn wir was gesehen haben, digital, ich mache es jetzt mal größer, mit allem, was dazugehört, das ist ja kein Hexenwerk, das ist vor allem schnell, das ist technologisch, aber es ist für mich eine Haltungsfrage. Und ich glaube, wenn wir was gesehen haben in der Vergangenheit, dann haben sich solche Themen auch ein Stück weit immer selbst reguliert. Entweder durch clevere Lösungen, die wir jetzt noch gar nicht sehen, ja, die Walled Gardens in der Form wieder zusammenführen, oder einen neuen Anbieter, der in noch größere Geschwindigkeit wie die Instas und die Facebooks irgendwie groß werden und uns Daten vielleicht anbieten können. Ich glaube, das, was heute schon möglich ist, trotz der Einschränkungen, finde ich schon wirklich nicht nur erstaunlich, und ich bin ja auch eher in den traditionellen Medien sozialisiert, da geht einfach unglaublich viel. Und auf die Inventarfrage zu kommen, Inventar gibt es nie genug, aus den unterschiedlichsten Gründen. Und wenn wir da erstmal dran können und Dinge eben auch in der alten Welt programmatisch integriert einzukaufen, dann werden auch die Walled Gardens ein Stück weit an Bedeutung verlieren und auch Axiom. Also ich denke schon, dass wir im Moment da einen Vorteil haben. Natürlich, Axiom ist in der Lage, über diese UIDs 96% der deutschen Gesamtbevölkerung abzubilden, trotz DSVGO, ist alles compliant, ist alles geprüft. Aber es ist natürlich trotzdem nicht die Journey, die du abbilden könntest, wenn es keine Walled Gardens gäbe. Das ist richtig. Aber ich glaube, da wird sich der Markt irgendwann selber regulieren, wahrscheinlich über eine technologische Lösung. Ist aber nur eine Vermutung. Ja, gerne. Also Axiom, schön.
Toll, Glückwunsch. Ich glaube, vollkommen egal, ob ich eigene Daten habe, ob ich da eine Akquisition habe. Ich gebe Uli da voll und ganz recht, natürlich. Also wir haben in dem Gedanken, zwei Schritte nach vorne zu machen, einen nach vorne gemacht und dann wahrscheinlich wieder zwei zurück. Gar keine Frage. Und das ist die Datenfrage und Datenqualität zieht sich durch alle Ebenen durch. Das Infragestellen überhaupt von Qualität, erstmal überhaupt darüber zu diskutieren, was heißt eigentlich Qualität? Also wir sprechen jetzt schon über irgendwelche psychografischen Wunderdatenmodelle und dabei haben wir noch überhaupt nicht darüber gesprochen, was überhaupt wirkungsbasierte Planung heißt, was für uns Qualitätsvoraussetzung ist, technische. Ja, ich muss was sehen, es muss im Idealfall auch die Zielgruppe erreichen. Aber wirkt es wirklich nachher? Also was sind die Parameter, die für uns nachher auch wirklich Aussage darüber treffen, ob eine Kampagne erfolgreich ist oder nicht? Das heißt ja im Umkehrschluss, dass ihr euren Kunden keine Programmatik empfehlt. Bitte? Wegen den Wallet Gardens, oder? Das kann durchaus auch sein. Also ich sage ja niemand, dass wir plötzlich 100% Programmatik machen müssen. Nein, aber ihr nutzt es ja auch in eurer Kampagne. Ja, natürlich. Und dass solche Themen wie DCO eine fantastische Plattform, ein fantastisches Tool sein kann, wenn die Kreation mit an Bord ist, wenn man die richtige Geschichte auch darüber erzählen kann, wenn es nicht einfach nur darum geht, blind zu automatisieren, da bin ich vollkommen dabei. Ich bin nicht gegen das Programmatische, ganz im Gegenteil. Also vielleicht, um das zu ergänzen, natürlich nutzen wir Programmatik. Ich denke nur, wenn man mal die letzten 10 Jahre programmatische Diskussionen im Markt Revue passieren lässt, dann tun wir als Agenturen, die einen neutralen Blick auf die Dinge haben, gut daran, sehr realistische Erwartungen zu wecken. Und wir neigen dazu, zu große Erwartungen zu wecken. Und am Anfang der Programmatik stand das große Versprechen, der Streuverlust ist tot, ich kann 1:1 jede Person perfekt erreichen. Und dann gucken wir alle mal auf die Targeting-Genauigkeiten, dann gucken wir mal, wie Daten teilweise erhoben werden. Und dann kann ich nur sagen, da sind wir, Lichtjahre von entfernt. Und ich halte es für unsere Aufgabe als Agenturen, solche Technologien einzuordnen, sie für das zu nutzen, was sie können und ein realistisches Gefühl dafür zu geben, was geht und nicht alles super duper darzustellen. Und ich glaube, Technologien, Daten, alles, was programmatisch kann, nicht kann, Inventare, es kommt ja immer noch darauf an, was ist die Herausforderung des Kunden, welche Infrastruktur hat der Kunde, wie nah bin ich am Kunden, was möchte der Kunde überhaupt nutzen oder nicht nutzen. Und ich glaube, da liegt ein Stück weit der Kern des Erfolges, dass man sich tiefer mit dem Kunden beschäftigt, gemeinsam mit dem Kunden eine Strategie entwickelt, gemeinsam mit dem Kunden guckt, was hat er an Daten, welche Daten möchte er nutzen, wo nutzen und dann eine technologische Infrastruktur und die Inventarseite beleuchtet, weil Daten an sich ist noch nicht der Erfolgsgarant, sondern das richtige Zusammenspiel der Technologie, der Datennutzung und auch der Zielsetzung des Kunden ist das, was wir uns angucken müssen. Nicht die Bausteine an sich garantieren den Erfolg, sondern wie wir den Kunden mit seinen Herausforderungen dahin bringen. Unterschreibe ich völlig. Übrigens habe ich vorausgesetzt, dass wir alle unsere Kunden so beraten, dass wir denen nur das verkaufen, was auch Sinn macht. Zum Thema Daten würde ich gerne meinen globalen CEO zitieren. Der hat ein total schönes Bild gefunden zum Thema Daten, wie ich finde. Der hat Daten in unserer Agenturwelt mit Trüffeln verglichen. Hat gesagt, Trüffel sind super wertvoll auf der einen Seite, sind total lecker, aber ein Trüffel allein macht noch keine Mahlzeit aus. Aber in der Hand von einem richtigen Koch ist es einfach eine unglaublich leckere Zutat und kann das sehr gut verfeinern. Das ist jetzt vielleicht ein bisschen platt, aber ich finde das Bild einfach sehr schön, weil Daten alleine, und da müssen wir eben auch aufpassen als Agenturen, deswegen fand ich das richtig, was du gesagt hast, Daniele, es sind eben nicht nur die Daten, sondern wie wir sie einsetzen. Und ja, und ich gebe dir vollkommen recht, man kann zwar alles messen, aber wir wissen alle, wo Cross-Border-Traffic herkommt und so weiter. Es ist nicht alles Gold, was glänzt, das ist richtig. Deswegen muss man da schon genau dahinter gucken und braucht den richtigen Trüffel für seine Kampagne.
Ich will noch ganz kurz auf das Thema eingehen, was du angesprochen hast mit der Infrastruktur von Kunden, dass ich verschiedene Bedürfnisse erstmal befriedigen muss. Also welches Ziel möchte der Kunde, welches Ziel verfolgt der Kunde, welche Infrastruktur hat der Kunde, welche Daten stehen zur Verfügung. Das sind ja alles Themen, die vorab auch geklärt sein müssen. Viele Kunden bringen ihre eigenen Daten mit oder auch Technologien mit, weil sie Vereinbarungen mit Technologiedienstleistern haben oder eigene Datenverträge, Partnerschaften. Wie ist das denn bei euren Kunden? Wie weit sind die Kunden? Sind die Kunden so weit, dass sie sagen, so hat das zu laufen, so hätte ich das gerne? Oder ist das andere, die andere Seite der Bandbreite, so dass sie sagen, bitte liebe Agentur, helft mir mal, was muss ich denn hier eigentlich tun? Was brauche ich denn an Infrastruktur, an Daten? Wie gehe ich da jetzt vor? Wie sind da, bei einem Amazon, glaube ich, braucht man nicht darauf einzugehen, aber ich glaube, wie sieht so der Durchschnitt bei euren Kunden aus vom Know-how? Sehr unbefriedigende Antwort, es kommt drauf an. Also es gibt Kunden, die sich mit dem Thema ungern beschäftigen wollen, weil es vielleicht auch ein bisschen weiter weg von ihnen ist. Also wenn du ein FMCG bist und eine Tütensuppe verkaufst und die steht halt im Supermarktregal, dann ist das, was du mit Daten machen kannst, auf heutigem Stand eher begrenzt. Wenn du ein E-Commercer bist mit zigtausend direkten Kundenbeziehungen, dann ist es Wahnsinn, was du machen kannst mit deinen Daten, ne? Und dann hast du natürlich auch eine andere Aufmerksamkeit. Wir gehen so weit, dass wir unseren Kunden empfehlen, sich eine Datenkompetenz ins Haus zu holen, und zwar egal ob Tütensuppe oder E-Commercer, weil wir glauben, dass, wenn man mal historisch guckt, die Marketingabteilungen der Unternehmen, das sind eigentlich immer die Gralshüter der Marke gewesen, und das sind diejenigen gewesen, die das Konsumentenverständnis hatten. Die kannten ihre Konsumenten perfekt. Und das ist so ein bisschen das Tafelsilber eigentlich der Marketingorganisation. Ich würde, wenn ich Kunde wäre, das nicht aus der Hand geben. Ich würde dafür sorgen, dass es gute Schnittstellen zu Dienstleistern gibt, denn operativ will ich mit diesen Daten mit Sicherheit nicht arbeiten, dann müsste ich eine Agentur aufbauen, das würde zu weit gehen. Dass ich aber bestimmte Kerntechnologien ins Haus hole, dass ich eine DMP bei mir aufbaue, dass ich jemanden in der Organisation habe, der für das Thema Daten steht und auch den Durchgriff in der eigenen Organisation hat, bei Marketing, bei Vertrieb, in der Produktentwicklung, im Aftersale, die Daten einzusammeln und die dann wiederum Dienstleistern zur Verfügung zu stellen, halte ich für ein sehr sinnvolles Konzept. Und in die Richtung gehen wir auch mit unseren Kunden. Das geht so weit, dass wir Beratungsprojekte machen und für Kunden Tech- und Toolstacks entwickeln. Also ich denke, werden sich die Antworten wahrscheinlich weitestgehend decken. Die Range reicht natürlich von sehr fortgeschrittenen Kunden, die eben auch beispielsweise eigene komplette Suiten schon vor 3 Jahren unter Vertrag genommen haben, die sozusagen da unter den First Movern auch mit dabei sein wollten, im Zweifelsfall aber heute gar nicht in der Lage sind oder so ausgestattet sind, diese Daten wirklich vollumfänglich zu nutzen. Das ganze Thema der Marketingabteilungen, sozusagen der Verortung innerhalb der Unternehmen, ist natürlich sehr, sehr relevant. Im Wesentlichen sind diese Daten oder die Daten mit einer digitalen Entsprechung ja nichts anderes als auch andere Insights und andere Datenströme, die wir in der Vergangenheit hoffentlich im besten Sinn der Kunden und derer Business KPIs und auch deren Probleme, weil am Ende kommen die Kunden ja in der Regel mit einem Problem zu uns, das wir gemeinsam mit ihnen lösen sollen. Und ich denke, da gilt es eben zu hinterfragen, welche KPI-Frameworks sind tatsächlich auch noch anwendbar und sinnvoll, welche neuen KPIs sollten vielleicht mit aufgenommen werden, welche KPIs davon lassen sich über rein deterministische Entsprechungen eben echte Daten reflektieren, welche lassen sich vielleicht doch besser modellieren, und um eben dann gemeinsam mit dem Kunden auf einen vernünftigen Health-Check zu kommen, im Sinn von, was ist dein Produktportfolio, was ist deine Markenwelt, was sind deine Ansprüche, was ist deine Business-Fragestellung, und da gemeinsam zu überlegen und auch zu beraten und inspiring zu gehen, um zu sagen, bei dir macht diese Komplett-Suite mit irgendwie entsprechender Lizenz wirklich Sinn für die nächsten x Jahre. Und übrigens bei dir, lieber Kunde, ist es vielleicht wirklich zu weit gesprungen Stand heute, oder man macht eben eine entsprechende Roadmap. Und wir sehen eben auch, dass je nach Reifegrad der Kunden in diesem Datenkontext und auch der Relevanz der Daten fürs eigene Geschäft, wir unterschiedliche Bedürfnisse auf Kundenseite entdecken, was das Thema Inhousing betrifft, was das Thema Beratungsleistung betrifft. Und das ist sozusagen ein komplett neues Feld, in dem wir natürlich dann auch im Zweifelsfall gegen und oder mit die klassischen Consultancies
plötzlich auf der Bühne stehen, was für uns ja an der einen oder anderen Stelle immer noch recht ungewöhnlich ist und sich auch so ein bisschen fremd anfühlt. Ne? Also das ist sozusagen die Antwort, dass wirklich es streut komplett weit. Also wir haben gerade auch in Deutschland Kunden, die wirklich sehr, sehr weit sind, die auch sehr, sehr weit mit ingehausten eigenen kompletten Stacks sind, die eben auch den Anspruch haben, dass Agenturen auf ihren Stacks arbeiten, richtigerweise, bis hin zu Kunden, die sagen, bitte nimm mir einfach all meine digitalen Sorgen ab und das am besten aus einer Hand. Insofern gibt es da alles. Ja, Entschuldige. Also die gute Nachricht ist, glaube ich, es sind immer mehr Kunden, die auch Daten teilen wollen. Was Uli gesagt hat, ist vollkommen richtig, die technologische Plattform muss aber stimmen, denn es geht ja erstmal um die Verwertbarkeit der Daten. Und würde da gerne mal ein Beispiel bringen, ohne jetzt einen Namen zu nennen. Ein großer Kunde von uns, der 60% seiner Dienstleistung tatsächlich online verkauft, würde die Daten gerne mit uns teilen. Der hat aber das Problem, also der hat auch eine Kundenhistorie, aber deren CRM-System braucht sage und schreibe 24 Stunden, wenn derjenige nochmal eine Dienstleistung bucht, kauft, was auch immer, hier das zu matchen mit dem schon vorhandenen Datensatz. Das war früher überhaupt kein Thema mehr. Nur wenn wir über Programmatik und Geschwindigkeit sprechen, kann uns da eine maßgebliche Information verloren gehen. Und wir aber können einen riesengroßen Streuverlust produzieren, indem wir jemanden targeten, der eigentlich schon im Funnel durch ist und das abgeschlossen hat. Und deswegen ist das Wichtigste eigentlich, um Programmatik nutzen zu können, die Vielzahl der Datenströme irgendwie gleich lesbar zu machen und in der gleichen Geschwindigkeit. Wir sprechen jetzt immer so ein bisschen über Programmatic isoliert. Programmatic ist aber ja innerhalb eines gesamten Media- oder Maßnahmenmixes auch zu betrachten. Und das dürfen wir ja auch irgendwo nicht vergessen, weil wir erreichen gewisse Ziele mit Programmatic-Kampagnen. Wir haben aber andere Ziele, die wir mit einer TV-Kampagne erreichen. Und wie verknüpfen wir TV und unsere programmatischen Maßnahmen optimal? Ich glaube, da müssen wir auch stärker hingehen, beziehungsweise da geht der Markt ja auch stärker hin, die Nachfrage stärker hin. Und das ist was wir als Agenturen aufgrund unserer Herkunft, aufgrund unserer DNA ja anders als jetzt die Beratungsunternehmen, die jetzt ja auch mit uns in den Wettbewerb treten, wie man es nennen möchte, wollen, sagst du, da kommen wir her und da können wir ja auch nochmal einen ganz anderen Mehrwert addieren und das ist ja das, was unsere Kunden auch bewegt, nicht wie setze ich isoliert meine Maßnahmen ein im Mediabereich, sondern wie kann ich die sinnvoll und zielführend miteinander verknüpfen und das ist so ein Stück weit eine Herausforderung, oder ein Trend, wo wir uns auch, ich glaube, ganz gut behaupten und gute Lösungen anbieten können. Also strategisch gebe ich dir vollkommen recht. Ich glaube aber, wir müssen das ganze Thema dann nochmal oder einen Schritt zurück machen oder vielleicht etwas eher in die Vogelperspektive, wenn es darum geht, wie viel kann und soll auf Kundenseite an Know-how aufgebaut werden, dann müssen wir natürlich alle auch mit dem Umstand rechnen, dass die Integration in so ein Marketingkonstrukt auch entsprechend stattfinden muss und auch Zeit braucht. Wir haben als Agenturen uns die letzten 10, 15, 20 Jahre damit beschäftigt, für die Relevanz von digital zu kämpfen, intern. Ja, es gab früher den großen Wettbewerb Klassik gegen Digital. Das ist alles inzwischen ganz, ganz, ganz lang her. Das sind aber genau die Prozesse, die natürlich jetzt häufig auch auf Kundenseite ganz aktuell sind. Das heißt, wir haben ja einen Vorsprung von ein paar Jahren. Wir wissen inzwischen, wie wir in unser ganzheitliches Denken programmatische, digitale Eckpfeiler einbinden, wie wir die Personen auch zusammenbringen. Wir haben jetzt dieses Jahr das Jahr der Kollaboration ausgerufen. Ich glaube, wir sind sowieso extrem weit darin, den Austausch intern und extern zu pflegen. Aber es nimmt eine neue Qualität an. Und das, obwohl wir uns, seitdem es uns gibt, genau mit diesem Umstand beschäftigen. Und das wird auf Kundenseite natürlich genauso stattfinden, weil Transformation erstmal in den Köpfen passiert. Und das muss vorgelebt werden, auch von oben. Und da haben wir, glaube ich, als Agenturen auch noch
eine wichtige Rolle, die wir einnehmen müssen, den Kunden da zu unterstützen und zu begleiten und ihm vor allem auch so ein bisschen zu vermitteln, was wir für einen Weg hinter uns haben. Und das sind manchmal die sehr banalen Dinge, das ist der Konflikt zwischen TV und Bewegtbild geht, dass Dinge überpaced werden, dass man plötzlich möchte man nur noch digital sein. Also das sind Mechanismen, die wir aus den Agenturen, glaube ich, seit Jahrzehnten kennen. Aber das ist eine der Kernherausforderungen auch für die Kundenseite. Ja. Und da sind sicherlich ja einige Kunden sehr, sehr weit voraus. Das sind die First Mover waren, die ganz, ganz nah auch in ihrem Geschäftsmodell am Programmatischen sind. Aber das Gros der Kunden ist gerade in dieser Transformation. Und da finde ich es ganz wichtig, sich darüber klar zu werden, wenn wir über Transformation sprechen, sprechen wir nicht über digitale Transformation, sondern es ist eine ganzheitliche Transformation. Und dann könnte ich jetzt noch anfangen mit, was heißt eigentlich, jetzt kommt eine Diskussion über Umfelder auf. Die Umfelder waren schon immer wichtig und. Also es sind ganz, ganz viele Themen, an denen wir noch gemeinsam mit den Kunden und im Markt arbeiten müssen. Und vor allem, wo wir, und das finde ich eigentlich ganz schön an der Runde, wo wir auch uns darauf einigen müssen, nicht immer die Dinge so zu überhöhen, sondern sie in einem realistischen Kontext zu sehen. Also ich bin voll deiner Meinung. Natürlich gibt es die Daseinsberechtigung für Agenturen. Natürlich bringt es einen riesen Mehrwert für Kunden. Du hattest vorhin auch gesagt, dass ihr da um viele Jahre voraus seid. Ich glaube, da gibt es massive Unterschiede. Wie du auch schon sagtest, einige Kunden, die sind schon sehr, sehr weit, einige Kunden sind noch sehr weit zurück. Das Gros der Kunden geht natürlich auch dahin, dass sie sagen, durch die Digitalisierung, also Programmatic ist ein Teil, aber durch die Automatisierung habe ich viel mehr Bausteine, die sich verändern in meinem gesamten Marketing. Und da ist Media ein sehr wichtiger Part, aber trotz allem ein Element in einer Bandbreite, die so groß ist. Und ihr habt auch das Thema der Berater angesprochen, die großen Consulting-Agenturen, Consulting-Firmen, die sich in die Agenturen einkaufen, sich das Know-how dazu holen. Die kommen natürlich aus einer ganz anderen Ecke und holen, in Anführungszeichen, greifen auf den Bereich Media jetzt zu. Wie das ausgehen wird, werden wir sehen. Aber aus einer anderen Ecke kommen sie eigentlich, wo sie teilweise viel näher am Kunden, viel näher an den Kundendaten sind, sprich CRM oder wieder auf der anderen Seite in Richtung Marketing Automation, also was alles nach Media dann kommt, teilweise vor, teils nachher. Und das ist natürlich ein etwas ganzheitlicherer Ansatz. Und Agenturen, aus der Sicht der Media-Agenturen jetzt auch wieder gesprochen, haben da natürlich den Anspruch, noch so richtig den Wirkungsbeigrad auch zu sehen. Was bringt es? Ich muss es als Element von Ganzem sehen. Programmatic ist eine Art und Weise, Media einzukaufen. Bei Digital oder bei Display angefangen, Video, Mobile etc. Und der Search geht in den Bereich Autoform, Funk. Also das betrifft alle Medien. Nun heißt der Titel des Panels ja auch, welche Chancen und Herausforderungen kommen da? Also was sind die Chancen für Agenturen jetzt, in der Zusammenarbeit mit den Kunden. Also wo seht ihr den Punkt, wo ihr sagt, das ist das eigentlich smarte, attraktive für uns durch Programmatic in der Zusammenarbeit mit den Kunden und wo werden wir da in 5 Jahren stehen? Wo werden Agenturen in den nächsten 5 Jahren sich, also aus der Sicht der Mediaagenturen, da mit dem Kunden hinentwickeln? Wer möchte anfangen? Haben wir Freiwillige? kann gerne was zu sagen. Ich sehe in der programmatischen Welt oder in einer automatisierten digitalen Werbewelt eine Riesenchance für das Zusammenspiel zwischen Kunden und Agenturen, sich zu optimieren. Weil was passiert denn eigentlich? Wir kriegen in einer ganz anderen Geschwindigkeit, in einer ganz anderen Agilität ganz viele Dinge mal ausprobiert auf einem kleinen Niveau, können sofort entscheiden, ob das Ganze für uns funktioniert oder nicht, können es hochskalieren oder können es verwerfen. Das heißt, die Lernkurve ist eine ganz andere als in der alten Zeit, wo man Mediapläne entwickelt hat. Die sind dann 3 Wochen diskutiert worden, freigegeben worden und wenn nachher am Ende der Kampagne eine Abweichung von 2,22 Euro war, hast du einen riesen Ärger bekommen. Das ist ja vollkommen vorbei. Die Kampagne verändert sich ab dem ersten Moment, in dem sie online geht, verbunden mit dem ganzen Wissenszuwachs, der daraus entsteht. Ich halte das für eine riesen Chance, sehr schnell, sehr viel besser zu werden, neue Insights zu entwickeln, unter der Voraussetzung, dass sich beide Seiten komplett öffnen. Und das erlebe ich noch nicht so hundertprozentig in der Diskussion mit Kunden,
dass man auf beiden Seiten sagt, also die Agentur sagt, wir sind komplett transparent im Umgang mit deinen Daten, das ist wichtig und wir machen nicht deine Daten zu unseren Daten. Genauso wichtig ist es aber, dass der Kunde sagt, ich gebe dir Zugang zu all den Daten, die ich hier habe. Und gemeinsam können wir etwas entwickeln. Dann entstehen kollaborative Teams, jetzt mal Perspektive 5 bis 10 Jahre. Ich könnte mir vorstellen, dass man ein agiles Digitalteam hat, wo man gar nicht mehr sagen kann, ob der einzelne Mitarbeiter auf der Payroll vom Kunden oder von einem Technikdienstleister, von einem Medienpartner oder der Agentur steht. Die arbeiten über virtuelle Technologien in einem digitalen Raum zusammen und entwickeln agile Kampagnen jeden Tag aufs Neue. Und das finde ich eine ganz tolle Perspektive, jenseits des Pitch-Wahnsinns, den wir alle erleben, wo alle 2 Jahre grundsätzliche Zusammenarbeiten wieder in Frage gestellt werden, sondern wo man wirklich mal von einer längeren Perspektive gemeinsam etwas entwickeln kann und gemeinsam wächst. Mhm. Danke. Wir laufen ein bisschen aus der Zeit, deswegen würde ich euch bitten, würde mich freuen, wenn ich von euch noch ein Statement auch zu der Frage bekommen könnte, aber wir müssen, wie gesagt, ein bisschen auf die Uhr schauen, also nichts gegen dich, Uli, aber vielleicht können wir die nächsten ein bisschen kürzer die Antworten fassen, aber ich würde mich sehr interessieren dafür. Also ich denke, die Hauptchance aus dem, was sich in den letzten Jahren sehr, sehr schnell und sehr beschleunigt entwickelt hat, ist die Chance, Dinge neu zu bewerten und sehr, sehr viel richtig zu machen und eben noch besser werden zu lassen, als es schon ist. Und ganz klar den Anspruch zu haben, wirklich als Partner auf Augenhöhe wahrgenommen zu werden und noch genauso zu agieren. Chance und Herausforderung. Ich möchte es von dem Programmatischen sogar eher auf das Buzzword digitale Transformation heben. Was ich vermisse auf Kundenseite, und ich mache auch seit 20 Jahren Normalmedia, und das ist ja auch, wir sind ja schon immer so ein bisschen die stiefmütterlich behandelte Disziplin, die sich jetzt sozusagen mit dem Digitalthema noch weiter verschärft, trotz der hohen Komplexität. Es ist ein Irrglaube, ob Programmatik, Digital, Automation, es ist ein Irrglaube zu denken, damit reduziert sich Manpower, die ich brauche. Im Gegenteil, ich brauche mehr Manpower, mehr schlaue Manpower und die Bereitschaft auf Kundenseite, auch da rein zu investieren, so wie wir es auch machen müssen, trotz aller Kostennöten und Zwänge, die fehlt mir manchmal ein bisschen und das fällt uns als Agenturen auf die Füße. Das ist aber tatsächlich in der Disziplin auch ein altes Problem, das verschärft sich nur zusehends und wenn du sagst, alle 2 Jahre ein Pitch, ist das richtig. Was ich aber auch beobachte, dass es ganz viele CMOs gibt, die es maximal 12 bis 18 Monate inzwischen durchhalten. Also auch da ist das Problem, dass auf Kundenseite häufig ganz schnell Wissen auch wieder geht und verschwindet. Und das ist, glaube ich, maßgeblich für Kunden. Das haben wir bitter bezahlt, da gebe ich Armin recht. Wir haben diesen schmerzhaften Prozess vielleicht schon vor 5 Jahren durchlebt, aber da müssen die Kunden einfach jetzt meiner Meinung nach auch dran. Danke. Ich glaube, die technische Komplexität, die das programmatische Business mit sich bringt, eröffnet uns ganz andere Formen der Zusammenarbeit mit Kunden. Das heißt, man wird schneller, tiefer und früher in den gesamten Planungs- und Setup-Prozess auf Kundenseite integriert und das ermöglicht halt eine viel zielführende, erfolgreichere Infrastruktur zu implementieren und somit halt auch als Berater eine bessere Arbeit abliefern zu können. Und ich glaube, das ist ein Umdenken, was gezwungenerweise stattfindet, auch auf Kundenseite und somit halt Media noch mal viel tiefer in den gesamten Prozess auf Kundenseite integriert wird in Zukunft. Und das, glaube ich, ist ein, das bringt uns zukünftig Erfolg. Mhm. Du hast gerade gesagt, der ganzheitliche Prozess, und ich glaube, da liegt eine ganz, ganz große Chance. Wir haben heute ganz, ganz wenig über das Thema Kreation gesprochen, über die Rolle. Und neben der neuen Nähe der partnerschaftlichen Zusammenarbeit, auch auf Kundenseite, dadurch, dass ich komplexe Themen einfach gemeinsam entwickeln muss, kommt dazu, dass ich neue Partner am Tisch begrüßen kann und der Kunde es auch fordert. Das, was früher so im Laufe der Emanzipation der Mediaagentur, die notwendig war, auseinandergedriftet ist, das hat jetzt eine Chance, nochmal eine Renaissance zu erleben. Ich erlebe es in vielen, vielen Kundenterminen, dass der Wille, die Kreation, Media, Kundenseite, aber auch Technologieanbieter, wie Uli das gesagt hat, dass diese Themen näher zusammenzubringen und dadurch einen Mehrwert zu generieren, dass das Verständnis sich immer stärker entwickelt und dass der Bedarf wächst und nachgefragt wird. Und da liegt, glaube ich, auch eine große Chance für die Mediaagenturen, aus der Emanzipation, aus dem Fachwissen,
aus dem Transfer des Know-hows heraus wirklich in diese partnerschaftliche Zusammenarbeit zu gehen. Und wenn wir uns alle diese Offenheit auch im Kopf und auch in unseren Geschäftsmodellen erlauben, dann glaube ich, wird es auch in 10 oder 20 Jahren noch Agenturen geben, die sich Media-Agenturen schimpfen, dass sie vielleicht anders strukturiert sind. Das ist, glaube ich, klar. Wir befinden uns alle konstant im Wandel. Aber ich glaube nicht, dass es ein Ende der Kreativ- oder ein Ende der Media-Agenturen irgendwie ins Haus steht. Das glaube ich auch nicht. Das klingt für mich schon eher in die Richtung eines Holding-Ansatzes, dass ich Disziplinen näher zusammenbringe. Aber wir werden sehen, wo da die Entwicklung hingeht. Vielen Dank schon mal an der Stelle. Gibt es Fragen aus dem Publikum an die Panelisten? Soweit ich sehe, nicht. Wir sind auch. Wo steht das Mittagessen? Ich gebe an der Stelle an die Organisationsleitung. Ich glaube, jetzt kommt die Mittagspause hinterher. Ist richtig? Genau. Ich bedanke mich ganz herzlich für euch, für das Panel, für die Teilnahme. Danke an das Publikum und ja, wünsche allen noch einen erfolgreichen, schönen Tag. Danke.